gar. Es gibt sie mittlerweile überall. Jedes Mal sind sie schon wieder in der Überzahl. Manche sind schon als Kind, manche werden's erst allmählich, stets passiv, aggressiv, doch angeblich sind sie selig. Du kannst dich längst nicht mehr wehren, weil sie sich täglich vermehren, schon morgens früh in der Bar stehen und dich mit Kuhaugen ansehen. Du möchtest gar nicht mehr rausgehen, weil sie schon an deinem Haus lehnen und so beängstigend aussehen. Du bist umzingelt von Idioten, lebendigen Toten, sie riechen schon ganz schlecht. Du bist umgeben von Schwachmaten, sie wissen nichts, sie raten und haben trotzdem recht. Und du wünschst in dieser Welt, dass endlich Hirn vom Himmel fällt. Es wäre schön, zum Homo sapiens gehört nicht nur aufrecht gehen. Du hast so oft diskutiert, Vorschläge gemacht und messerscharf argumentiert. Es hat leider nichts gebracht. Wenn dann die lieben Kollegen dir deine Nerven zersägen, sie haben hart genug Prägen, um das Büro auszufegen. Was wird als nächstes passieren? Wirst du dein Hirn amputieren, weil sie so wenig kapieren? Du bist umzingelt von Idioten, Denken ist verboten, Wissen illegal. Du bist umgeben von Schwachmaten, die auf Erlösung warten, täglich überall. Und du wünschst in dieser Welt, dass endlich Hirn vom Himmel fällt. Es wäre schön, wenn sie verstehen, zum Homo sapiens gehört nicht nur auf. Umzingelt von Idioten, lebendigen Toten, sie riechen schon ganz schlecht. Du bist umgeben von Schwachmaten, sie wissen nicht, sie raten und haben immer recht. Und du wünschst in dieser Welt, dass endlich Hirn vom Himmel fällt. Es wäre schön, wenn sie verstehen, zum Homo sapiens gehört mehr als aufrecht gehen. So ist es nämlich.